Der Saal beim zweiten Mal voll, ist voll klasse, spürt sich sehr gut an und es sind auch nach der Pause immer noch so viele da wie vor der Pause. Das heißt, wir haben niemanden verschreckt, niemanden verjagt, niemanden totgequatscht und das ist schön. So, sind wir? Ja. Und ich lade jetzt gleich mal das gesamte Plenum oder Forum hier ein, nahtlos in die Fragerunde überzugehen. Ich hab ein Funkmikrofon, ich gehe dann hin, gebe Ihnen ins Mikro. Gudrun, wärst du so lieb, dass du einfach vorkommst? Frage, also nochmal, wir haben die Gudrun Knorek, ne? Staat ist deine Firma, den Hans Jürgen und live zugeschaltet jetzt an Habi wieder zum Thema EU-Austritt oder was auch immer, Bankster, Los Banditos. Fragen, Ihre Fragen, eure Fragen. Jetzt traut sich keiner. Ja, ganz hinten, das haben wir gedacht. Aber das passt schon. Dann kann ich jetzt praktisch einen nachgelagerten Soundcheck machen. Wo ist er? Hallo, ich habe noch eine Frage an Hans Jürgen, wenn das okay ist. Und zwar das mit dem Kristallwasser und der Manipulation. Gibt es da wissenschaftliche Beweise dafür? Sie haben es nur kurz erwähnt, deswegen bin ich da sehr skeptisch, muss ich zugeben. Das kann ich ganz gut von mir selber beweisen, dass es funktioniert. Die, die mich von früher noch kennen, wissen, ich hatte etwa 15 Kilo mehr. Gell, Kurt, habe ich recht? Ja, wesentlich mehr. Ja. Ich habe mich 20 Jahre geplagt mit Abmagerungskuren und habe es nie geschafft, richtig runterzukommen. Von 85 kam ich mal auf 80, dann war ich kurz danach wieder oben. Jetzt bin ich wieder bei meinen 72 und 70 Kilo. Dann habe ich mich gefragt, wie ist es das möglich? Und ich trinke seit 2 Jahren mein Kristallwasser. Und dann hat mir eine Ärztin das bewiesen. Der Mensch ist so vergiftet durch diese 400.000 Nahrungsmittelgifte, die sie uns ja da verabreichen, Chemtrail noch dazu, Shampoo und alles, dass sie erstens mal die Gifte im Gehirn ablagern, weil dort haben sie schon Fett. Ja? Bevor der Körper Fettzellen aufbaut, schiebt er mal die Gifte ins Gehirn. Dann denken sie vielleicht noch etwa 20% so schnell und so intensiv wie vorher. Wenn ich heute eine halbe Flasche Kristallwasser trinke, ich gehe an eine Gerichtsverhandlung, ich weiß jeden Namen meiner Organisation, das waren 900 Leute, ich weiß Zahlen, Daten, ich weiß alles. Ich staune selber über mein Erinnerungsvermögen und das habe ich auch festgestellt durch schöne Träume, die kommen. Wenn Sie mit dem Wasser anfangen, fängt es auch im Gehirn oben an, Sie zu klären, scharfes Denken, scharfes Bewusstsein, Wille, etwas umzusetzen, das war an mir. Dann habe ich einen Mitarbeiter gehabt, der war 205 auch plötzlich verschwunden, habe ich erfahren, 7 Jahre Spital, Krebs, Prostatakrebs. Ich habe immer gedacht, ich kriege eine Einladung zur Beerdigung. Heute ist er mein wiffster, bester Mitarbeiter mit 67, hatte früher, also vor einem halben Jahr noch, mit 13 Pillen sich so einigermaßen am Leben erhalten. Heute keine Pille mehr, topfit. Er sagt, ich arbeite für dich gratis, weil das Kristallwasser hat mir 7 Jahre meines vergeudeten Lebens zurückgegeben. Solche Leute habe ich jetzt durch das Kristallwasser gefunden, mehrere. Also ich habe kostenloses Team, ja, weil ich sie zuerst gesund wieder fit kriege. Und das ist das Erste, was der Mensch ja will. Und vor allem, wenn wir hier eine Partei gründen wollen, also mit Leuten, die wie Drogati oder Betrunkene durch die Welt wandern, habe ich keine Lust, eine Partei zu gründen. Sage ich Ihnen ehrlich. Pflicht wird sein, jeder trinkt 6 Monate Kristallwasser und dann haben Sie den Beweis an sich selber. Ja, danke. Ich muss jetzt sagen, Sie haben meine Skepsis noch nicht genommen, aber ja, was soll man sagen? Ich habe schon einen Lieblingsspruch, ich mache gerne auch Witze, ja. Sie wissen, jede Partei hat im Hinterzimmer eine Druckerei. Das hatten wir früher auch. Die modernsten Umdrucker, Schnelldrucker, Kopierer. Ich habe Zehntausende von Kurzbroschüren über mein Buch verteilt. An der Eröffnung werde ich Folgendes Ihnen zeigen oder auch sagen zuerst. Jetzt haben wir keine Druckerei hinten dran, hinter der Bühne, sondern eine Gehirnrückwaschanlage mit Kristallwasser. Sie bekommen das jetzt bei uns. Ich muss noch eines sagen. Bis jetzt habe ich das nur in der Schweiz verkauft. Ich war immer ausverkauft seit 2 Jahren.
Dieses Wochenende war eine Messe in Klagenfurt zu Ende, mit der ich gesagt habe, jetzt fange ich in Österreich an. Ja, ich kann ja nicht so unfair sein und in den Österreichern quasi ihren Dämmerschlafzustand weiterhin einfach so hinnehmen und mit ihnen eine Partei gründen zu wollen, das wäre kontraproduktiv für mich selber. Verstehen Sie? Ich will mit ihnen das Ziel erreichen. Das heißt, ich will, dass Sie das Ziel erreichen, dass Sie sich selber stecken können. Ich gebe Ihnen nur die rote Linie vor, den Rest können Sie alles selber machen. Und Sie werden so hoch motiviert sein, wenn Sie Kristallwasser trinken. Ich habe über 700 Kunden in der Schweiz. Ich könnte Ihnen jetzt 300 tolle Geschichten darüber erzählen. Also, Sie kriegen es einfach auf meiner Webseite, die heißt, jetzt muss ich die noch sagen, Alive Essence. Ich habe Prospekte genügend da. Also ich lege Ihnen nachher stapelweise hier noch Prospekte hin, da ist die Webseite drauf. Alive geschrieben, A-L-I-V-E. Nein, Entschuldigung, mit F, alive-essence.org. Und -at, also aliveessence-at.net ist die deutsche und die österreichische Webseite. Also die Prospekte gibt's. Was drin ist? Ich habe, nachdem mir ein anderes Medium gesagt hat, fang nicht an, über deine Theorie zu reden, du vergeudest Zeit und Energie und Geld. Ohne dass die Menschen Kristallwasser trinken, werden sie dich nicht verstehen. Da habe ich sie gefragt, ja, was muss ich da machen? Ja, da sagt sie, du hast eine gute Quelle, das Medium, das wusste das schon. Ja, ich hatte eine Quelle seit 13 Jahren von einem Freund, hochschwingendes, natürliches Kristall, also Quellwasser aus Kärnten. Dann hat sie gesagt, und du kannst die Fachbücher lesen, da steht drin, pulverisiert ist die Wirkung des Kristalls. Also ich habe auch immer Kristalle bei mir. Solche Kristalle aus Brasilien werden gemahlen zu Pulver unter 70 µ. Von 10 bis 70 µ ist alles in diesem Pulver drin, an der Messe habe ich es gezeigt. Dann muss es 33 Tage in Stahlfässern umgerührt werden, damit es in der Schwebe bleibt. Und nachher noch 11 Tage abgesetzt, dass es nur noch ganz feine, die kleinsten Stäubchen drin sind. Das sind also noch Kristalle drin. Unter dem Mikroskop können Sie es anschauen, sind immer noch solche Formen. Und die bewirken tatsächlich eine Selbstreinigung, die Entgiftung, dadurch Fettzellenabbau, Gewichtsverlust und durch die Selbstheilung natürlich eine hundertprozentige Gesundheit. Ich habe seit 2 Jahren nie mehr Hexenschuss, sonst habe ich das 2-mal im Jahr gehabt. Jetzt nicht mehr, nie mehr eine Erkältung. Andere Krankheiten kenne ich gar nicht bei mir, aber diese Kleinigkeiten, die sind auch weg. Und dieses Wasser ist ganz simpel eigentlich. Ja. Es kostet etwas. Dann hat mir jemand angerufen und hat gesagt, du hast ein tolles Konzept schon in Deutschland, diese AfD, warum ist die in den Goldmarkt eingestiegen? Weil nur wenn eine Partei ein eigenes Produkt hat, um auch sich selbst zu finanzieren, bekommt sie vom Staat die volle Förderung. Also wir haben schon ein eigenes Produkt in der Partei. Damit haben wir eine Einnahmequelle und wir sind nicht als Bettler unterwegs, sondern wir bieten zuerst Gesundheit an, das bringt uns das Geld und damit sind wir autark. Und auch von keiner Bank abhängig. Es gibt seit 2-3 Jahren auch diese, in Deutschland vor allem, diese, ich sag mal, esoterische Welle. Der Mensch muss jetzt seinen kristallinen Körper aufbauen. Schon gehört davon? Ja? Ja, wie baut man einen kristallinen Körper auf? Weiß das jemand? Ich wusste es auch nicht. Ja? Trinken Sie Kristallwasser. Ich möchte ganz gern kurz in die Runde gehen. Hat jemand eine Frage an Harvey? Weil der hängt jetzt da so 20 Minuten in der Leitung. Das ist lieb von dir, dass du da Rücksicht nimmst, aber ich höre auf der einen Seite zu und schreibe mir 2-3 Dinge mit, weil es interessant ist, was da gesagt wird. Ja, ich höre eh, ich sehe dich auch schmunzeln und Aha machen. Und, was sich da. Wir lernen ja alle was dazu. Ne? Wisst ihr warum? Ich habe vor 4 Jahren in meinem Roman Bender bei euch auf das Thema, ich bin auf das Thema des Weinwunders eingegangen und
also das Weinwunder, das aus der Bibel erzählt wird, wo also der Jesus Christus in Kanaan bei dieser Hochzeit Wasser in Wein verwandelt hat. Ja? Und ich habe versucht, das aufzulösen, inwieweit das jetzt über eine Fähigkeit zurückzuführen ist, die allein das Wasser haben müsste. Ja? Und da wir ja wissen, dass das Wasser, das sich auf unserem Planeten physisch befindet, ja eigentlich immer gleich viel ist, es ist ja in einem ständigen Kreislauf, also alle Lebewesen haben ja das 4 Milliarden Jahre alte Wasser die ganze Zeit immer wieder getrunken, aber ich habe die Hypothese aufgestellt, dass Wasser auch ein Gedächtnis hat. Und das hat es ja, das hat man in unzähligen Experimenten ja festgestellt und nachgewiesen. Und habe versucht, über diesen Weg zu einer bestimmten Wasser, offenbar in dem Augenblick die Fähigkeit hatte, das Gedächtnis einer bestimmten Wassersorte zu erkennen oder zu riechen und dadurch in der Lage war, dieses Gedächtnis wachzurufen und Wasser in Wein zu verwandeln. Ist nur so eine berühmte Hypothese. Aber ich finde die Geschichte mit dem Wasser, die ihr da jetzt erzählt habt, das ist riesig interessant. Also da bin ja ich total unwichtig mit dem Musik zu erzählen. Aber es ist auch richtig, das was du vorher gesagt hast, ist nämlich diese Theorie zu verstehen, man muss verrückte Hypothesen aufstellen. Das geht ja gar nicht anders. Weil ich ja letztlich meinen wie wenn ich mit einem Schiff an einer Mole anlege, muss ich ja die Leine über das Land werfen. Ja? Also ich muss ja letztlich meine Leine über den Tellerrand hinauswerfen, das geht ja nicht anders. Und dann meine Beweise, die sich halt ansammeln, suchen und daraus entsprechende Schlüsse zu ziehen. Und so wie ihr das da erklärt habt, ist das durchaus passibel. Ich wollte auch noch was hinweisen, wenn man das notiert, ob die Idee im Bereich wegfallen, was ich das gesagt habe. Teile und Herrsche, er hat das dann korrigiert auf Spalte und Herrsche. Ich weiß nicht, wer es weiß, aber was man mittlerweile weiß, ja, ist auch ein interessanter Aspekt in dem Zusammenhang. Was man mittlerweile weiß, ist ja, dass ja auf dem Dollar, auf jedem Dollarschein, das Novus Ordo Seclorum oben steht. Ja? Also für ein neues Zeitalter oder für eine neue Weltordnung seit dem Jahr 1913. Und es gibt ja auch eine, über die Freimaurer in der Geschichte einen Leitsatz, der heißt Ordo Car. Und die Freimaurer haben quasi zum Leitmotiv dieses Zeitalter das Chaos. Sie haben nämlich den Standpunkt, und besser gesagt, das ist ein unverrückbarer Bestandteil ihrer Religion, dass Chaos für sie Ordnung hat. Und so kommt es zu diesem Divide-Imperium. Das ist aber relativ interessant. Wenn ich jetzt aber schon zu Wort bin, bevor mir jemand was fragen will, ich muss mich gleich vorweg entschuldigen, dass ich früher so einen kleinen Exkurs gemacht habe, aber in dem Moment, dass ich eigentlich beenden wollte, nach 20 oder 25 Minuten, ist mir ein Eisgesplitz die liebe Isabella Wanner in den Sinn gekommen, die mir am Telefon gesagt hat, ja, 20 Minuten, du kannst reden, ja super, und kannst ruhig ein bisschen anhängen, weil du bist eh nicht da. Das ist mir dann in den Sinn gekommen und deswegen habe ich noch 10 Minuten angehängt. Bitte, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich euren Abend das nicht verlängert habe. Und was ich dann gesagt habe, möchte ich inhaltlich auch insofern rechtfertigen, weil ich bin dann am Schluss ausgewichen auf eine persönliche Sache, die ich mit dem System letztlich auch auszufechten habe. Aber ich stelle ja fest, dass alle eure Referenten und Vortragenden offenbar auch ihre eigenen Erfahrungen schildern aus ihrem Leben und wie sie zu ihren Einsichten und Erkenntnissen gekommen. Also dafür wollte ich mich noch entschuldigen. Ja. Und Fragen, ich weiß es nicht, ob es Fragen nicht gibt, was kann man mich fragen? Ja, also ich wiederhole, Entschuldigung, ich wiederhole nochmal die Frage ins Publikum. Warte, ich habe jetzt Unterbrechungen. Noch einmal, ich habe jetzt Unterbrechungen gehabt, ich habe nicht gehört. Achso, nee, ich frage jetzt das Publikum nochmal. Ah ja, okay. Wo ist das Mikrofon? Moment. Mikrokompmos statt Mikrokosmos. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es in Österreich keine Impfpflicht gibt. Bitte, das ist ganz wichtig für werdende Eltern. Es ist auch in Österreich möglich, das Kind zu Hause zu unterrichten. Das wollte ich. Dankeschön.
da etwas hinzufügen darf, es muss aber auch trotzdem auf dem Amtswege entsprechend dokumentiert und auch begründet werden. Also rein willkürlich kann man das nicht tun. Das Kind zu Hause zu unterrichten, das ist klar. Nein, es ist keinem Elternteil gestattet, willkürlich, ich muss den Behörden oder besser gesagt dem Jugendamt dann vorlegen, wie einen Businessplan, einen Ausbildungsplan, wie mein Kind geschult wird. Ich kann es natürlich in eine Privatschule schicken, dann ist es dokumentiert, ja, was ja auch mit Prüfungen und mit Benotungen verbunden ist. Aber ich bin gegenüber den Behörden auf dem Amtswege verpflichtet, zu dokumentieren, wie ich ersatzweise den Ausbildungsweg meines Kindes gestaltet, damit das Kind dann später im arbeitsfähigen Alter nicht völlig leistungsunfähig ist und gar nicht versteht, weil die Kinder können ja nicht das Analphabeten überleben. Das heißt, wenn Sie Ihr Kind zu Hause ausbilden wollen, dann müssen Sie den Behörden schon erklären, wie Sie ihm schreiben und rechnen. Also es ist nicht so, dass Sie rein willkürlich irgendwie können, sondern das will ich. Nein, das ist klar. So leicht ist es nicht. Vielleicht für andere nicht klar. Ja, danke für die Erklärung. Gerne. Gibt's Fragen an Harvey Schrittmann? Ist es ein. Achso, das war jetzt gerade eine Meldung, die aber. War das eine Meldung? Aha, das war ein Hinweis. Wenn keine direkten Fragen da sind, dann sage ich dabei mal merci beaucoup, lieber Harvey, und wünsche dir einen geruhsamen, entspannten Abend außerhalb des mit Leintüchern zugehängten Dingens da. Und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder irgendwo live sehen. Es das ist sind, voll... das sind ja keine Leintücher. Das... Ja, ist klar, aber mir hat das so gefallen. Das ist so, weil normal sind Theater irgendwie schwarz zugehängt und du hast da hinten so schöne weiße Vorhänge, oder ich weiß nicht, ich kenne nur, so ein Kabinett kenne ich aus, da gibt es einen Kinofilm, wo also am Schluss die Jungfräulichkeit wiederhergestellt wird in so einem Ding. Also dieses Rätsel möchte ich jetzt schon auflösen. Nicht? Ich könnte natürlich bei mir im Hintergrund die UNO-Fahne oder die österreichische Nationalflagge hängen oder die EU-Fahne. Ich habe mich für weiß entschieden, weil es total ist, aber das habe ich immer schon. Also das ist ein Vorhang, der geht 6 bis 7 Meter lange rüber. Ist weiß und deswegen habe ich diesen Hintergrund gewählt. Dahinter ist nur Glas und keine Höhenwand. Also das muss man schon herstellen. So schlimm ist es nicht. Darf ich jetzt noch 2 Minuten was sagen? Ich bin ja früher unterbrochen. Ja? Und also zunächst hätte ich eine Frage. Gibt es im Raum hier einige Souveräne oder Freemen? Ja. Ja? Ja. Und die, die es nicht sind, wissen aber, worüber ich spreche? Ich gehe davon aus, ja. Okay. Bitte nicht erklären. Es geht ja um dieses Verhältnis, und da wollte ich ganz kurz noch einhaken, weil ihr früher so schöne Sachen gesagt habt. Und bei Golden Earth, bei der lieben Andreas Heidel, möchte ich mich auch bedanken. Ich zähle sie zu meinen größten und wichtigsten Schutzengeln. Liebe Grüße an die Andrea. Aber ich wollte da jetzt noch zurückkommen auf die Souveräne und auf die Fäden, weil ich ja früher gesagt habe, dass ich meine Prioritäten etwas anders gesetzt habe in den letzten Wochen und Monaten und deswegen gewisse Dinge nicht tun. Aber etwas habe ich nicht angesprochen, ich habe nur meine persönliche Seite angesprochen, wo ich von diesem wissenschaftlichen Beweis auf dem medizinischen Wege das gehen möchte. Ich habe auch etwas ganz Interessantes noch weiter vertieft und verfolgt, und das hängt mit dieser Freeman und mit dieser Souveränitätserklärung zusammen oder mit Objektivität, weil ich aufgrund der Recherchen und der Forschungen, die ich über diesen SDQV-Act angestellt habe, ja, also ab wann wir in Europa im 17. Jahrhundert begonnen haben, aus unseren Geburtsurkunden Wertpapiere zu machen, ja, bin ich darauf gestoßen, dass das eigentlich noch viel weiter zurückgeht. Und interessanterweise, und das muss ich euch jetzt verraten, da oute ich mich jetzt mit einer völlig verrückten Theorie, deswegen bin ich ja eigentlich Romanautor, weil ich muss ja meine Ideen in Fiktionen verpacken. Da würde ich behaupten, ich glaube, dass das wahr ist, ja,
dann müsste ich möglicherweise irgendwo eine Rechenschaft darüber ablegen, was meine Verstandestätigkeit betrifft. Aber es ist dennoch so, dass ich einen interessanten Zusammenhang erkannt habe für die Ori Freemans und Souveräne, die nämlich das ja auch wissen, historisch, wie es zu dieser Aufspaltung in den Imperium gekommen ist zwischen der Errichtung einer juristischen Person und der Abgrenzung in eine natürliche Person. Ja? Da kommen wir aber jetzt wirklich in eine Riesen-Story rein, Harvey. Da kommen wir in eine Story rein, das ist abendfüllend. Bitte was? Das ist abendfüllend, weil wir viele neue Leute da haben. Nein, ich wollte nur etwas sagen. Machen wir einen Deal. Machen wir einen Deal. 120 Sekunden mit Countdown, dann klappt die Gudrun den Leppi zu. Was da? In der Bibel. Ist das ein Deal? Nein, das schaffe ich jetzt nicht. Also 120. Nein, es ist, weil es wirklich... Ich wollte euch nur teilhaben lassen an Dingen, die ich mittlerweile recherchiert habe, nicht? Und die noch niemand weiß. Deswegen habe ich mir gedacht... Ja, aber wir sind noch mitten in der Runde. Die Gudrun hat noch keine Frage beantwortet. Und der Hans-Jürgen, so ist wieder Hans-Peter. Der Hans-Jürgen ist auch noch live da vor Ort. Und es ist extrem... Also ich wünschte, ich könnte einmal wieder Karl Popper, und ich hoffe, einige haben ihn noch live gesehen in Club 2 oder anderen Sendungen, wo er mit 90 Jahren dort gesessen ist, immer zusammengekauert wie ein kleines Häufchen Elend, so wie ich im Moment, immer im Eck irgendwo ganz leise, nur lauschend und zuhörend, was die Diskutanten sich zu sagen hatten. Und wenn er dann sich zu Wort gemeldet hat, dann hat er in der Regel eigentlich immer nur den Finger ganz kurz so hat er rauf bewegt und plötzlich war alles still. Und hat dem alten Karl Popper zugehört, wenn er seine Feststellungen gebrochen hat. Und mein Wunsch ist es, dass man mir vielleicht auch irgendwann einmal die Möglichkeit gibt, wenn ich mit dem Finger hebe und sage, ich hätte ja noch zu sagen, dass du mehr als 120 Sekunden kriegst, mit der Karl Popper. Okay, das ist ein Abschlusswort. Danke dafür, dass du dabei warst und bis bald mal wieder. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Abend. Ja, war nett, dass wir noch heute Kontakt haben. Alles Liebe und Gute. Danke dir, Harvey. Tschüss, gute Nacht.